Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der letzten Etappe des Fünfkreisewegs. Dieser startet am Schaumbeck-Plateau im Landkreis St. Wendel und endet am Fingenrecht, das ist ein Umweltzentrum im Landkreis Neunkirchen. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese etwa 25 Kilometer lange Tour so ist, dann bleibt dran. Guten Morgen! Auch von mir einen schönen guten Morgen.
noch etwa einen Kilometer, dann sind wir auch schon wieder im Auto. Wie hat uns die Tour gefallen? Naja, ab dem Wortsegel Sotzweiler haben wir eine Abkürzung genommen über den Wagen-Ecksteinweg. Denn ich hatte einfach keine Lust mehr auf diesen Weg, denn Graupel, Sturm, Ischias und Asphalt, ich wollte einfach nicht mehr und deswegen sind wir auch diese Abkürzung gelaufen. Der Fünfkreiseweg ist eine gute Strecke für Menschen, die gut Strecke machen möchten, denn für Wandergenießer ist sie nicht geeignet. Es hat leider einen hohen Asphaltanteil und auch die Beschilderung ist leider an manchen bzw. an vielen Stellen sehr, sehr sporadisch. Von daher hat uns persönlich die dritte Etappe am besten gefallen, weil dort auch die meisten Pfade waren. Also bis dann, ciao, ciao! Alle, machen's gut! Tschö, bis nächste Woche! Von den ganzen fünf Etappen des Fünfkreises, ja. Ich weiß nicht, wie ich es mache soll jetzt gerade. Ach du, ich meine mich. Stopp. Und da auf, da oben. Ja, ist schon in Rot, aber es macht nichts. Nee, nicht daran. Ich bin vor. Kannst du nicht beibleiben? Nee, ich bleib nur gefallen. Also ich mach, zuppel mich ja erstmal mal anerlich. Der Fünfkreiseweg ist ideal für Menschen, die richtig gerne Strecken machen